So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir stehen gerade 16:2 in der Weekend League. Ich habe es euch auf jeden Fall jetzt unten links mal eingeblendet. Da habt ihr immer so eine kleine Übersicht. Ich glaube nicht, dass wir hier in dem Video jetzt irgendwelche Weekend League Spiele oder ich euch irgendwelche Weekend League Spiele reinschneiden werde. Aber das ist auf jeden Fall das Team, mit was ich die Weekend League gerade spiele. Carlos Alberto, Freunde. Nicht Bamba, sondern Carlos Alberto. Gestern im Stream abgeschlossen. Ist nochmal ein Upgrade zu Zambrotta. Ich habe ihn jetzt wie viele Spiele getestet? 12. Und ich kann sagen, der Typ rasiert wirklich hinten alles weg. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Hat sich gelohnt. Bamba hat in 18 Spielen 38 Scorer-Punkte. Das ist nur diese Weekend League. Ich stehe ja 16:2, 18 Spiele gemacht. Und Depay hat 35 Scorer-Punkte in 18 Spielen. Ich spiele die beiden Jungs hier in der im Doppelsturm. Awar spiele ich auf der 6. Gefällt mir extrem gut. Manchmal etwas offensiv, aber nichtsdestotrotz ist... Also er hängt nicht immer nur vorne rum, aber manchmal... Hat man Momente, wo ich denke, Bro, ich brauche dich gerade hinten, aber ansonsten sehr, sehr gut. Ganz kurze Team-Review, wenn ihr euch fragt, was ich gerade hier mache. Dalglish gefällt mir immer, immer weniger, muss ich sagen. Der ist auch spätestens in der Halbzeit immer raus hier für Suarez. So spiele ich das dann. Suarez dann immer, ne, ich tue dann Bamba auf die 10 und Suarez mit Depay im Doppelsturm. Wie gesagt, Dalglish muss hier dringend weg. Vielleicht nächste Woche mit irgendeinem Best-of-Tots, den wir dann vielleicht in Player-Picks oder in den Upgrade-Picks ziehen werden. Apropos Upgrade-Picks, Freunde, Montag, also morgen gibt es einen YouTube-Stream. Ich habe hier eingekauft für, ich glaube, 50 bis 60 Packs. Wenn wir geile Packs bekommen zum Recraften, haben wir am Ende über 100 Packs wahrscheinlich. Wenn wir nur normale Picks bekommen und nicht zum Recraften, haben wir dann ca. 60 Player-Picks auf meinem Account. Dann haben wir von meinem Bruder Jinnah auf dem Account 50 Player-Picks. Wenn wir Player-Picks heute Abend bekommen, werden wir heute auch ein Video sehen. Und in diesem Video werden wir nochmal ca. 30 Packs auf Pottjunges Account öffnen und dann morgen, wie gesagt, dann auf meinem Account. Hier werden wir die schon mal gleich antesten bei Pottjunge. Aber ich würde sagen, genug geredet. Lasst sehr, sehr gerne ein Like da, Freunde. Eskaliert mal sehr, sehr gerne wieder. Würde mich freuen. Lasst nochmal gerne ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, warten wir jetzt auf 19 Uhr und schauen uns dann um 19 Uhr den Content an. Bis gleich. Okay, Freunde, ich habe schon gesehen, was rausgekommen ist. Ich habe es auch hier in den Favoriten getan, ein 80-Plus-Spielerwahl-Pack. Wir haben noch das 82-bis-88-Plus-Pack, aber das ist wirklich Quatsch mit allerfeinsten Soße. Das einzige Gute hier an der 80-Plus-Spielerwahl-SPC ist, dass wir nur zwei seltene Goldspieler brauchen und sonst einfach neun, ne, nicht mal. Wir haben hier drei Plätze frei. Alter, okay, wartet mal, Chat. Wir brauchen nur 8 Spieler und davon 6 Non-Rares. Und ich habe 11 Rares gekauft pro SBC, also so habe ich das auf jeden Fall eingerechnet für den morgigen Stream. Aber ich habe hier erstmal 13 Packs jetzt oder Picks bei meinem Bruder auf dem Account, dann haben wir nochmal 20 bei Pottjunge und dann schauen wir erstmal weiter. Ich will erstmal wissen, können die Packs was, kann man hier irgendwas erwarten oder ist es wirklich alles hier, sage ich mal, ja, gar nichts. Aber okay, erster Spieler, 82er Rating. Ich ziehe das eben hier rüber, dann muss ich jetzt hier rüber schauen, dass wir kein Delay haben. Aber ich habe Hoffnung, ich bin ehrlich, ich glaube, dass wir, wenn wir... bisschen Packluck haben. Ja, WhatsApp wieder, dankeschön. Na, okay, erster 83er. Dass wir einen, ja, League All Tot ziehen können. Wir schauen mal. Komm, EA. Gönn. Gönn. Ah, falsches Blau. So, weiter geht's. Ich zieh die so runter, Jungs. Ich sag's euch, wie es ist, aber das ist gerade bislang gar nicht gut. Wir machen mal ein Nose Pack. Wir haben jetzt eine Leinwand gezogen aus 5 oder 6 Packs. Alter, es bleibt so schlecht. Nicht mal eine Icon-SPC ist gekommen. Vielleicht morgen dann auf dem Montag. Wenn nicht, dann habe ich ja wirklich die Hoffnung in EA komplett verloren. Hallo? Hallo, was soll das? Jetzt mal Retalk, EA. Nicht mal ein 84er bis jetzt. Ach, deswegen sind die auch so günstig. Wer hätte es gedacht? Eigentlich darf man sich gar nicht beschweren. Okay, doch. Eigentlich muss man sich beschweren. 380er. Aber die sind ja wirklich extrem billig. Sollten die Non-Rares jetzt nicht explodieren? Okay, unser erster Walkout. Sollten die Non-Rares nicht komplett explodieren? Sage ich mal, und auf 40, 50... wahrscheinlich 450k, auf 1 bis 2k ansteigen oder 1,2, 1,3 pro Karte, dann kann man die auf jeden Fall ein wenig spammen, die ganzen Upgrade-Packs hier. Klar, man kann es nicht recraften, das ist halt etwas schwierig, aber so kann man ein bisschen SBC futtern, nochmal ein bisschen seine Coins loswerden, ist ja sowieso jetzt am Ende. Und das waren jetzt 13 Player-Picks mit einem Walkout und sonst nicht mal ein 84er. Also wir gehen jetzt auf Pottjunges Account und machen da nochmal 20 Picks. Pottjunge, 20 Packs, vielleicht hier etwas besser auf dem Oldschool EA Account. Er hat ja übel abgeliefert das ganze FIFA ja mit seinem Packluck, aber dann extrem nachgelassen. Erster Spieler, nehme ich mal hier einen 81er Cherry mit, kann man besser in der SPC einbauen. Chat, ich will ein Best of Tots ziehen, aber wir haben jetzt, wenn wir die gezogen haben, 33 gezogen. Wir werden in diesem Video 50 Stück ziehen. Wir haben Best of Tots. Wir haben ein Best of Tots. Let's go. Ich jetzt nicht im Titel schreiben, ich werde reinschreiben ohne Spoiler, aber wir haben einen Best of Tots, ja, doch ziehen können. Let's go. Let's go, es ist nur die frei, aber es geht. Deswegen bin ich auch gerade glücklich, Freunde. Ich weiß, okay, es geht. Ich habe Hoffnung morgen in meinen 60, 70, 80 Packs, die wir ziehen werden. Okay, kommt vielleicht noch einer, das wäre Meta, aber das gerade wieder Quad GA. Komm schon. Komm. Ah, okay.
Die Nase. Bam. Gönn. Okay, Werner, 85er. Dann machen wir mal jetzt in der 3-Pack, hatten wir noch gar nicht. Wir schauen nicht hin und drücken R3. Und jetzt. Okay, Quatsch. 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 Machen wir mal auf der Seite 1. Komm schon, yay. Gönn, gönn, gönn. Nummer 2. Oh, Pott, Junge, dein Account ist wirklich vercrackt gerade. Also, hier gönnen die gerade ein wenig. Hier haben wir nochmal einen 83er um Titi. Dann setze ich hier in der Mitte jetzt vielleicht den Tots Nummer 2. Alter, Pott, Junge, ich bin ehrlich zu dir. Das ist gut, wenn du das Video siehst. Das ist gut, Pott, Junge. Da ist hier gutes Futter. Okay, das ist Quatsch wieder. Weiter geht's. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Konntet ihr hier raus den Best-of-Tots-Karte ziehen? Oder, ja, wenn ihr Geduld habt, wartet morgen auf meinen Stream. Wir werden 16, 17 Uhr reinstarten und werden dann, ja, selber, oder ihr könnt dann selber eure Upgrade-Packs nochmal bei mir im Stream öffnen. Hier leider jetzt kein Tots dabei. Komm schon, jetzt vielleicht einer. Okay. Wir haben noch 3 Packs. Okay, noch 3 Picks. Vielleicht kommt hier nochmal einer raus. Wenn nicht, ich werde gleich auch nochmal ein paar Stück vorbereiten. Dann werden wir gleich nochmal, ja, ich sag mal, weiter öffnen auf Jennas Account oder hier auf Portions Account. Guck mal, wer mehr Karten im Verein hat. Okay, aber ich muss ehrlich sagen, Chat, schaut euch die Ausbeute ganz kurz an. Das waren jetzt 20 Player-Picks. Klar, der Frei ist der allerschlechteste Best of Tots, aber es ist möglich und wir haben hier auch ein bisschen, also 84er, 84er, 85er, 87er, 85er. Also es war gar nicht so schlecht hier auf Portions Account. Und wir haben noch Foodcraft Rewards, habe ich mitbekommen. Die soll ich auch noch öffnen. Okay, dann öffnen wir noch ganz kurz diese 3 Foodcraft Rewards. Wenn was kommt, zeige ich es euch. Wenn nicht, ja, sehen wir uns bei den nächsten Player Picks. Okay, nochmal 5 vorbereitet auf Pottjunges Account. Komm schon, vielleicht können wir nochmal einen ziehen. Ansonsten machen wir, glaube ich, nochmal 5 bei Jenna. Und dann, ja, beenden wir auch das Video. Haben wir ein kurzes, knappes Video von 50 Packs. Und ja, konnte man dann so grob schauen, was man aus 50 Packs ziehen kann. Wir haben zwar einen Best of Tots gezogen, aber bedeutet leider nicht, dass ihr auch einen aus 50 Packs ziehen werdet. Es kann auch sein, dass ihr 100 gefühlt macht, 150 und da halt gar nichts drum rumkommt. Aber ich bin ehrlich zu euch, die sind auf jeden Fall schlechter. Die 80 Plus Packs hatte ich mal besser in Erinnerung. Und wir ziehen hier teilweise gerade mal so 83er Spieler. Nun gut, wir gehen auf Jennas Account, machen da nochmal 5 und dann, ja, gibt es eine kleine Review. Okay, dann haben wir nochmal 5 Packs. Ich habe, ihr seht, sehr viel eingekauft auf Jennas Account. Aber wir haben hier, ja, die falschen Spieler eingekauft. Ich habe andere SBCs erwartet, ich sag's euch, wie es ist. Aber EA dachte sich, nee, wir bringen mal ganz neue SBCs. Oder, ja, andere Anforderungen auf jeden Fall. Oder zumindest neue Anforderungen. Nebenbei hier auch das Finale am Schauen, Umut gegen Dolmike oder wie der ausgesprochen wird. Geisteskrank, Jungs. Auf was für ein Level die FIFA spielen, das ist so krass. Und was für ein Level diese Packs sind, sind auch krass, aber im Negativen leider. Jetzt nochmal nachgezählt, wir haben 45 Packs geöffnet. Also 5 fehlen eigentlich noch, aber ich glaube, so kann man auf jeden Fall auch eine kleine Review zusammenfassen, ja, was die Packs rausgeben und was nicht. Ich würde sagen, es geht deutlich, deutlich besser. Wir haben, glaube ich, jetzt aus 45 Packs mit Pottjunges Account zusammengerechnet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Maximal jetzt gerade 3 oder maximal wirklich 4 Walkouts gezogen. Mehr war dann nicht dabei. Ein Best of Tots und das war halt wirklich dann der schlechteste Best of Tots, auch vom Preis oder auch halt vom Spielerischen. Also das war kompletter geriffenen Ofen, um ehrlich zu sein. Also ich würde sagen, man kann sie auf jeden Fall machen. Jetzt vor allem am Ende vom FIFA kann man sich nochmal ein bisschen ja, gönnen und einfach die Packs machen. Wenn man eh zu viele Coins hat oder eh aufhören will, dann ist das in Ordnung. Aber wenn man jetzt hier die Packs macht, um eine Erwartung zu haben, dass man hier irgendwie einen dicken Best-of-Tots sieht, dann sollte man die SBC nicht machen. Okay, wenn es euch dann gefallen hat, Freunde, kleines Sonntag-Experiment, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ich muss jetzt weiter, also das Video schneiden und dann weiter Weekend League zocken. Wie ich die Weekend League beende, erfahrt ihr später hier auf Instagram oder hier auf Twitter, folgt mir da sehr, sehr gerne. Ich bin raus, haut da rein und ich dachte, man kann nur Best of Tots ziehen. Zimmermann. Alter, ich dachte, man kann nur Best of Tots ziehen. Jungs, haut da rein. Ciao, ciao. Sex change, yeah.